Ja, hallo Freunde, es ist mal wieder Sonntag, Zeit zum Sonnen. Und ja, ich hatte es in den letzten Videos ja schon angekündigt. Es wird immer schwerer, freie Flächen zu finden. Leider können wir nicht nochmal auf die Fläche, wo wir die beiden Römer gefunden haben letzte Woche. Jetzt habe ich hier nochmal eine neue Fläche gefunden. Hier war ich tatsächlich auch noch nie drauf. Mal gucken, ob es hier was gibt. Ansonsten müssten wir nochmal wechseln. Einen habe ich noch übrig. Ja, mal schauen, ob hier was hochkommt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim ersten Fund. Ja, Freunde, das hat jetzt tatsächlich keine 2 Minuten gedauert. Ich bin gerade hier drauf. Und schon haben wir hier den ersten Fund. Es sieht wieder nach einem schönen Uhrenschlüssel aus. Diesmal aber auch schön verziert. Das könnte wirklich ein schönes Stück sein. Werde ich euch zeigen, wenn es sauber ist. Übrigens, ich bin heute mal mit der ganz neuen großen elliptischen Spule von dem XP Deus 2 unterwegs. Mal gucken, wie sich das Suchverhalten ändert. Ich wollte sie ursprünglich ja dafür benutzen, um über den Acker zu gehen, wo wir die beiden Römer gefunden haben, um noch ein bisschen mehr Tiefe zu kriegen. Aber leider ist der ja schon eingesät. Aber mal gucken. Erste Runde mit der neuen Spule. Mal schauen. Wir sehen uns beim nächsten Fund. Ja, Freunde, echt ernüchternd hier. Also seit dem Uhrenschlüssel ist jetzt 1 Stunde vergangen. Und jetzt endlich habe ich mal wieder ein vernünftiges Signal gehabt und auch was Rundes entdeckt. Ich hoffe mal, es ist kein Knopf. Schauen wir mal, aber doch, es fühlt sich schon sehr nach Knopf an. Ja, es ist ein Knopf. Und ich würde sagen, ein nicht mal allzu alter. Ja, ich werde jetzt hier noch mal ein bisschen schauen. Aber aktuell sieht es eher finster aus hier auf dem Acker. Ich gucke mal, dass ich noch einen anderen auftreibe. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Fund. So, Freunde, nach 2 Stunden erfolgloser Suche, abgesehen von dem schönen Uhrenschlüssel, wechseln wir jetzt nochmal den Acker. Hier ist noch ein schmaler Streifen frei. Mal schauen, ob es hier besser läuft. Ich zeige euch den ersten Fund. So, Freunde, erster Fund hier auf dem neuen Acker. Es ja, geht ähnlich gut los wie bei dem Acker vorhin. Zumindest mal etwas, eine Musketenkugel. Und wollen wir mal schauen, ob das hier besser weitergeht als vorhin. Bis zum nächsten Fund. So, Freunde, nächster Fund. Ich habe schon wieder meine Befürchtung, aber es ist rund, es ist golden. Wir hatten zwar auch schon mal eine gefunden, das war kein Eurocent, aber von der Dicke her gehe ich doch leider schwer davon aus, dass es sich hier um 20 Cent handelt. So ist das. Naja, zumindest die erste Münze für heute. Wir sehen uns beim nächsten Fund. So, Freunde, eine weitere Stunde ist vergangen, seit wir die 20 Cent gefunden haben. Also irgendwie scheint es heute nicht gut zu laufen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass wir wirklich alle Felder, die vielversprechend sind, sind mittlerweile eingesät. Ich wollte euch jetzt einmal live mitnehmen bei dem nächsten halbwegs guten Signal, dass wir einmal zusammen gucken. Hier habe ich eins, aber das klingt doch eher nach etwas unsauber. Aber wir schauen mal nach. Da haben wir es schon draußen auch. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall hier drin. Na, da ist es doch, oder? Nein.
Da haben wir es. Ja, damit muss ich mich tatsächlich heute schon den ganzen Tag rumschlagen. Aber diesmal ist es, glaube ich, eine kleine Patrone. Könnte sein. Naja, okay. Schauen wir mal weiter, was wir sonst noch haben. Das ist halt das Ding, die Jahreszeit. Jetzt werden allmählich alle Äcker eingesät. Aber mal schauen. So, Freunde, nächster Fund. Ja, es sieht auf jeden Fall rund aus. Das wäre dann tatsächlich die erste Münze, abgesehen von den 20 Cent nach 3 Stunden. Und wir schauen mal. Ich hoffe, es ist die schon wieder Einkauf. Und es ist schon wieder ein Knopf. Es ist tatsächlich ein Knopf. Ich weiß nicht, ob man da noch was drauf erkennen kann. Da war auf jeden Fall mal was drauf. Das kann man noch so grob sehen. Aber ja, die Öse kann man eindeutig hier sehen, glaube ich auch, ja, und fühlen. Naja, mal schauen, was wir sonst noch so haben. Dann bis zum nächsten Fund. So, Freunde, nächster Fund. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, es ist wieder rund. Ich hoffe, diesmal haben wir aber mehr Glück. Und es ist nicht wieder ein Knopf. Ne, das sieht diesmal nach Münze aus. Tatsächlich die erste für heute. Also erste alte auf jeden Fall. Ich glaube, da ist auch noch was zu erkennen auf dieser Seite hier. Ja, das ist eine Scheidemünze. 1800 und. Muss man noch mal genauer gucken, wenn es sauber ist. Ja, Freunde, lange hat es gedauert. Super, so kann es weitergehen. Bis zum nächsten Fund. So, nächster Fund, Freunde. Es schimmert wieder golden durch. Wollen wir mal gucken, was wir da haben. Oh doch, das ist diesmal kein Eurocent. Das dürfte ein Rentenpfennig sein. 5 Rentenpfennig. Sehr schön. Die finde ich auch immer gern, weil die sind noch immer gut erhalten. 1924. Ja, super. Dann haben wir doch schon zwei Münzen auf diesem Acker gefunden. Klasse, dann bis zum nächsten Fund. Ja, Freunde, ganz lustig. Ich wollte eigentlich nur mal kurz hier rüber etwas zum Auto bringen. Hier ist so ein ganz schmaler Grasstreifen im Prinzip. Da bin ich einmal so nur drüber geschwenkt und hatte sofort hier ein Signal. Zwar nur Eurocent, aber ja. Ich glaube, wir gucken mal hier auf diesem. Das sind vielleicht, weiß ich nicht, 20 Quadratmeter. Vielleicht finden wir hier noch mehr. Bis zum nächsten Fund. Also Freunde, also wir haben jetzt tatsächlich doch nochmal den Acker gewechselt. Und ich laufe hier so her und sehe das hier an der Oberfläche liegen. Also, ich bin mir nicht sicher, ob es was Altes ist. Also sehr Altes ist. Vielleicht könnt ihr ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Naja. Bis zum nächsten Fund. Ja, Freunde, ich glaube, wir hatten im letzten Video, meine ich, auch schon mal so einen Fund gehabt. Ich meine, das war so ein dickes 50er Geschoss. Auch hier auf dem Acker. Kann man es noch erkennen? Schlecht. Ja, auch immer mal wieder kommt einem immer mal wieder sowas unter. Aber Gott sei Dank nicht mehr gefährlich. Okay, ich hoffe, bis zum nächsten Fund.
Ja, Freunde, vermutlich letzter Fund auf diesem Acker, weil auch hier wieder eine Stunde lang kam hier nichts nach der 50er Patrone. Was auch immer das hier ist. Ich dachte erst einen Manschettenknopf, aber das wäre ganz schön groß dafür und ganz schön schwer vor allen Dingen. Ich guck mal, ob ich es ein bisschen sauberer bekomme mit der Bürste. Tja, allzu viel bei rumgekommen ist jetzt nicht. Guck, ob ich es da zu Hause besser reinigen kann. Also was drauf ist, nur man kann es echt kaum erkennen. Ich zeige es euch, wenn es sauber ist. Bis zum nächsten Punkt. Da war ich wieder mal zu voreilig. Ich meine, weit ist es nicht mehr zum Schluss, aber da haben wir doch noch was gefunden. Etwas Rundes auf jeden Fall. Sieht mir nach einem Zinker aus. Aus dem Brocken hier rausholen. So. Ja, sind das wieder unsere berühmten 10 Pfennig? Ich weiß nicht, man kann wieder nichts erkennen von dem guten alten Wehrmachtsacker. Ja, ich glaube, es könnten 10 Pfennig sein, ja. Ich mach's sauber, zeig's euch. Bis zum nächsten Fund. So Leute, ich habe tatsächlich nochmal den Acker gewechselt und ja, in der Hoffnung auf mehr Funde oder bessere Funde. Jetzt haben wir auf jeden Fall den allerersten. Das sieht mir schwer nach Musketenkugel aus, was ja eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen ist. Ja, aber noch richtig schön rund. Sieht gut aus. Okay, mal gespannt, was hier noch so kommt. Dann bis zum nächsten Fund. Ja Leute, was soll ich sagen? Gerade war noch 20 Grad und knackeheiß. Jetzt regnet es in Strömen. Also das Wetter ist mal wieder sehr abenteuerlich. Ich bin jetzt auf jeden Fall auf dem Rückweg, weil es fängt immer stärker an zu regnen und habe hier noch was Interessantes hoffentlich gefunden. Es ist auf jeden Fall, es sieht nach einem Anhänger aus. Ja. Ein schöner Anhänger, ist aber Aluminium, also es ist extrem leicht, aber schön. Werde ich sauber machen, zeige ich euch. Bis zum nächsten Fund. So Leute, kurz vor Schluss noch ein Fund. Da kann man sehen, klein und rund ist es auf jeden Fall. Sieht nach einem Zinker tatsächlich aus. Ja, oh, da kann man sogar ausnahmsweise noch was drauf erkennen. Ein Pfennig, Drittes Reich. Ja, das ist ja mal was. Die habe ich wirklich selten, wo man noch was erkennen kann. Ich zeige es euch nochmal, wenn es sauber ist. Mittlerweile hat es aufgehört zu regnen, Gott sei Dank, aber ja, mal schauen, wie lange wir noch machen. Und dann bis zum nächsten Fund. So, Freunde, vermutlich der letzte Fund für heute. Da sieht man es. Rund- und Hochkante aus dem Loch rausgeholt. Aber keine Münze. Es scheint noch ein Heiligenanhänger zu sein. Aber diesmal nicht aus Alu. Der ist älter hier auf jeden Fall. Und da kann man auch noch was drauf erkennen. Ich zeige es euch aber, wenn es gereinigt ist. Jetzt fängt es auch wieder an zu regnen. Ich werde für heute jetzt Schluss machen. Danke, dass ihr zugeschaut habt und abonniert meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat. Um den Mai rum, ich hatte es ja angekündigt, wenn wir die 100 Abonnenten knacken, dann gibt es ein Sondel-Special aus Borkum. Mal gucken, was man da so findet. Allerdings suchen wir, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, nicht nach Altertümern logischerweise, sondern am Strand. Ja, das soll es gewesen sein. Schönen Sonntag noch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.